dass man keine Leute umfährt. Hallo Freunde, willkommen zu diesem Video. April steht ein Wetter, was man immer im April irgendwo in der Mitte jetzt fast alle Jahre gehabt hat. Und ich bin heute wieder in Blaubeuren, weil die Stadt ja ist nicht so weit von Memmingen entfernt. Probieren wir mal diesen Trail darunter zu fahren. Der ist, glaube ich, nicht so wirklich als bergrunter Trail, sondern eher zwischendrin mit Anstiegen. Aber gut, probieren wir mal aus. Ich kenne ja Trails in Blaubeuren nicht alle, nicht viele, aber dennoch ein paar. Ich versuche einfach jetzt mal da zu fahren. Da gibt es ja Klettergerüst, da klettern Jungs. Also Cross Country, so ein chilliger Trail. Da gehen wir danach den anderen Weg, beziehungsweise fahren den anderen Weg nach Schellklingen. Und dort fahren wir wahrscheinlich heute meinen Lieblingstrail hier in Blaubeuren, nämlich den Jägerwegle Trail. Und dann suchen wir noch ein paar Trails. Mal sehen. Also der ist einfach nur zum Pedalieren, fast nicht zum Runterfahren und auch gar nicht so lang. Also 500 Meter vielleicht. Das heißt, wir fahren jetzt nach Schellklingen. So, endlich mal auf dem Trail wieder. Danke Ihnen. Alter Schwede, hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen hier auf dem Trail sind. Also auf dem Jägerwegli. Ich dachte, da fahren nur Mountainbiker. Wahrscheinlich gibt es auch normale Wanderer hier. Scheiße.
scheint das Feld komplett geräumt zu sein. Dankeschön. Ich hätte mir meine Knie, Ellenbogen schon lieber eine Größe nehmen sollen. Bevor wir weiterfahren, schaue ich mal schnell, ob wir da richtig sind. Nicht, dass wir jetzt mal wieder Umweg machen. Gebt mal richtig und dann einmal kurz links und den Bogen rum und dann müsste gleich die Trail kommen. Ich glaube, da irgendwo müssen wir Trail heruntergehen. Genau jetzt. Stopp. Irgendwo hat sich was gefangen. Aber doch nicht mehr. Na dann. Gehen wir mal langsam runter. Naja, gibt Gere. Ich weiß nicht, ob es das nehmen kann, kann ich hier nicht. Da kommen laute Schutzkern. Genau. Das Schutzkern muss ich auf jeden Fall trainieren. In diesem Jahr auf jeden Fall. Da mal schauen. Ich bin nicht so. Es gibt ja Bäume hier. Die noch gar nicht. Gar nicht abgedeckt sind. Laub, Laub. Rutschig. Rutschig ohne Ende. Da geht's weiter, ne? Ja, da geht's weiter. Und dann mit den Stufen schon. Diese Stufen konnte ich ja mit diesem Schnitt nehmen. Oh.
Ja, soweit okay. Ja, genau, das ist der Trail, wo wir mit Steffen im letzten Jahr den hochgeschoben haben. So. Stinky, stinky. Hinten. So, jetzt muss man schauen. So, endlich mal wieder an einem Trail. Ich habe entschlossen, den Trail, diesen schnellen Trail, den wir mit Steffen vor einem Jahr gefahren sind, dann nicht zu fahren, weil wir haben jetzt schon 5, bis ich im Auto bin, bis ich zu Hause bin, dann dauert das halt noch ziemlich lang. Ja, guck mal, da gibt es ja viele Menschen. Das ist der Trail, wo wir mit Steffen hochgeschoben haben. Sehr schön. Schön, steinig, logisch. Und dann kann man schön runterfahren, also man muss halt aufpassen. Da gibt es ganz viele Steine hier. Also Wanderer. Super, perfekter Weg, danke. Dankeschön. Also Trails und Labor sind viele, viele schöne, aber man muss ja echt aufpassen, dass man keine Leute umfährt, weil man so in der Kurve sieht man ja gar nichts. Da zum Beispiel jetzt. Da gibt ja Wanderer, die überhaupt keinen Weg. Aber sonst sind die Wanderer eigentlich nicht. Da ist der Steffen hier links von mir diesen Berg runtergefahren. Lass mich das abfotografieren. Küssende Sau heißt das, glaube ich. Das ist dann wohl alles. Mit dem Zappen. Reinigen, also ich muss da Bremsen entlocken. Service noch machen, aber Gabelservice ist ja fertig, fällt eigentlich nur Dämpfer und Sattelstützen-Service. Juhu! 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 Also, diese Trails haben von der anderen nicht viel zu fahren. Juhu. Diese Treppe muss ich auch nochmal fotografieren, die ist steil und etwas rutschig. Also das ist die erste Treppe, die ich so fahren kann. Okay, jetzt den Weg zum Auto suchen. Eigentlich ist da geradeaus und dann können wir den Bahnübergang nehmen und dann war's das. Gut, also das war's heute von Blaubeuren. Wieder mal in Blaubeuren sind wir gewesen. Also diejenigen, die in Blaubeuren wohnen, beziehungsweise ganz in der Nähe, das ist wirklich top hier zu fahren. Es gibt so viele Trails. Unglaublich. Ich habe jetzt nicht mal die Hälfte diesen ganzen Trails. Also Jägerwegle ist auf jeden Fall ein langer Trail. Dieser Trail bei der Küssende Sau, glaube ich, heißt er. Ist auch sehr lang. Dann war ein Trail, den ich heute nicht gefahren bin.
der ist sehr, sehr schnell. Also wirklich, da geht es geradeaus eigentlich bergunter und die Bremsen werden da auf diesem Trail sehr heiß. Dann bin ich heute nicht gefahren, weil wir jetzt schon 5 haben, bis ich zusammengepackt habe. Dann ist es 5:30 und so weiter. Ne? Und bis ich zu Hause bin, dann in einer Stunde 6:30 und ich muss zu Hause nochmal alles dann aus dem Auto ausladen. Deswegen heute ist schon Schluss. Morgen ist Samstag. Morgen ist 6. April. Heute ist Karfreitag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo anders. Vielleicht diesmal in der Nähe von Alpen. Also Alpingelände ist jetzt, sage ich mal, zu. Aber wir können trotzdem mal irgendwas in der Nähe von den Alpen fahren. Bis bald, und wenn wir uns vor Ostern nicht mehr sehen, dann frohe Ostern.